Guck mal hier, das ist Windows 11 und das bekommt jetzt ein großes Update. Und hat dann hier unten so ein Copilot-Icon. Das ist das in Windows integrierte künstliche Intelligenz-Tool von Microsoft. Da kann ich einfach sagen, ich möchte eine Eingabeaufforderung haben, aber mit gelber Schrift auf rotem Hintergrund. Zack. Oder ich brauche ganz dringend ein neues Hintergrundbild mit einer Seekuh, die mit einem Jetpack über Hannover fliegt. Zack. Also ein bisschen Handarbeit muss ich noch übernehmen, aber Copilot sagt mir zumindest genau, was zu tun ist. Und es gibt KI jetzt auch in anderen Windows-eigenen Tools. Zum Beispiel hier im Screenshot-Programm Snipping Tool. Ich sehe hier ein Bild mit einem Text und habe keine Lust, den abzuschreiben, Rahmen drüber ziehen, dann wird der Text erkannt, ist im Zwischenspeicher und ich kann den dann irgendwo reinwerfen. Ganz cool, oder? Und man kann endlich die blöde Taskleistengruppierung abschalten. Wahnsinn! Ich zeige euch in diesem Video, wie ihr das jetzt schon nutzen könnt. Vieles klappt allerdings auch noch nicht so gut. Bleibt dran! Liebe Hackerinnen, liebe Internet-Surfer, herzlich willkommen hier bei... Dieses Video wird gesponsert von Privat. Balkonkraftwerke kennt ihr ja. Also ihr installiert auf eurem Balkon oder sonst wo ein, zwei Photovoltaikmodule und steckt die in die Steckdose. Und schon spart ihr richtig Stromkosten. Privat bietet euch förderfähige Plug-and-Play-Balkonkraftwerke. Da ist alles aus einer Hand, also Solaranlage, Montagesystem und die Anmeldung wird auch für euch übernommen. Und ihr kriegt lebenslange technische Beratung. Die dritte Generation der Privatanlagen ist 2024 ready. Da gilt ja die neue Bagatellgrenze und die dritte Generation erzeugt auch bis zu 30% mehr Leistung dank intelligenten Wechselrichter und bifazialen Solarmodulen. Und die Wechselrichter kommen aus Deutschland. Schaut doch mal auf privat.de/stecker-solaranlagen. Werbung Ende. Ja, Mensch, endlich mal wieder ein Windows-Video. Hatten wir ja schon lange nicht mehr. Aber Windows kriegt jetzt wirklich einen ganzen Haufen neuer Funktionen. Und das ist ein Video wert. 23H2 heißt das Update, was in den nächsten Tagen ausgespielt werden soll. Oder vielleicht habt ihr das auch schon. Details dazu, was, wann, wie kommt und wie ihr beschleunigen könnt, dass ihr die neuen Funktionen bekommt, gibt's am Ende des Videos. So, jetzt aber erstmal die unserer Meinung nach fünf wichtigsten Funktionen des 23H2 Windows-Updates. Nummer 1. Taskbar-Gruppierung ist endlich abschaltbar. Ja, das klingt nach einer kleinen Änderung, aber laut eurer Kommentare in älteren Windows 11 3003 Videos liegt euch echt viel daran. Und ich habe mich da ja auch schon mehrfach drüber aufgeregt. Bislang war es so, wenn ihr zwei Fenster eines Programms geöffnet habt, dann hat Windows die gruppiert. Und das ist dann im schlimmsten Fall so, dass die auch noch gleich heißen. Ihr geht da also mit der Maus drüber und da steht dann zweimal einfach das Gleiche. Es wird nicht mal eine Vorschau angezeigt, die kommt nur bei ungruppierten Programmen. Also absolut nachvollziehbar, dass das viele Leute nervig finden, weil man im Zweifel ausprobieren muss, welches Fenster welches ist. So, und nun kann man aber auf die Taskleiste rechtsklicken, dann Taskleisteneinstellungen auswählen, Verhalten der Taskleiste und auf Taskleisten Schaltflächen kombinieren und Beschriftungen ausblenden und von immer auf nie gehen. Ja, und dann werden die nicht mehr gruppiert. Endlich! Aber zumindest bei meiner Version gibt es hier trotzdem keine Vorschauen, wenn ein Programm mehrere Fenster offen hat und ich dann mit der Maus drüber gehe. Statt einem Vorschaubild kommt dann wieder nur die Liste der Fenster. Ich hoffe, dass das ein Bug ist, der noch behoben wird. Nummer 2, Windows Copilot, der KI-Assistent neben dem Startbutton. Ja, rechts neben dem Startbutton und dem Suchfenster befindet sich nun dieses Symbol hier. Das ist der sogenannte Copilot, eine auf Bing Chat basierende KI. Und Bing Chat basiert ja wiederum auf GPT-4 von OpenAI, also den Machern von ChatGPT. Und die beiden Tools sind ähnlich. Also ChatGPT und Bing Chat haben aber unterschiedliche Charaktere. Darüber hatten wir ja schon mal ein Video gemacht. Bing neigt zu beleidigtem Verhalten, wenn ich das mal so vermenschlichen darf. Also wenn Bing irgendwas nicht passt, beendet es sehr abrupt das Gespräch. Wenn ich also schreibe, kann es sein, dass du ein bisschen dumm bist? Ist auch fies, ja. Aber dann sagt Copilot, das ist nicht nett von dir, auf Wiedersehen. Und dann wird mir hier im Copilot vorgeschlagen, dass ich mich entschuldigen kann, aber das wird alles dann nicht mehr registriert, wenn ich da draufklicke. Ich muss dann die Konversation ganz neu beginnen, also auf Fangen wir von vorne an klicken. Aber gut, so ist er halt drauf, der oder die Bing Copilot. Wenn ihr jetzt übrigens denkt, hä, ich kann Bing Chat ja auch einfach im Browser benutzen, ist dieser Copilot einfach nur ein Shortcut da drauf? Jein. Also die Funktionalität ist auf den ersten Blick gleich. Das heißt, wenn ich sage, schreib mir ein Gedicht über Seekühe, dann kommt bei Bing Chat im Browser und bei Copilot das Gleiche raus. Aber der Copilot kann einige Windows-Funktionen direkt aufrufen. Also zum Beispiel in den Dunkelmodus schalten, Fokussitzungen aktivieren oder vorinstallierte Programme wie den Editor starten. Man muss allerdings immer noch eine Sicherheitsfrage abnicken. Programme starten geht also definitiv smoother, wenn man einfach auf Start drückt und dann zum Beispiel EDI eingibt und Return drückt. Dann wird halt der Editor gestartet. Aber wenn man zum Beispiel nicht so genau weiß, wo man in den Windows-Menüs den Dunkelmodus aktiviert, dafür ist der Copilot dann natürlich praktisch. Was mich
mich einigermaßen beeindruckt hat, ich habe Copilot gesagt, ich möchte gerne eine Eingabeaufforderung mit gelber Schrift auf rotem Grund haben. Und Copilot hat dann gefragt, soll ich eine Eingabeaufforderung öffnen? Ja, sollst du. Aber das war dann halt mein normales Terminal ohne die geänderten Farben. Ich habe dann nochmal nachgefragt und dann spuckte Copilot aus, ich soll doch einfach mal Color CE eingeben. Ja, und das hat dann sofort geklappt. Das ist also alles so eine Mischung aus Automatismen und manuellen Eingriffen, aber man kommt schon irgendwie zum Ziel. Und das in einigen Fällen womöglich schneller als mit einer normalen Suchmaschine. Copilot bzw. Bing Chat haben jetzt als Bildgenerator DALL-E 3 integriert. Das Ding ist noch nicht so gut wie Midjourney, aber halt dafür kostenlos und es kann zumindest mit Text besser umgehen als Midjourney. Hier steht zum Beispiel CT3003, das kann man sogar lesen. Bei Midjourney kommen meist nur irgendwelche Hieroglyphen. Ja, und dann kann man halt einfach sagen, ich möchte mein Windows-Hintergrundbild durch eins mit einer Seekuh austauschen, die auf einem Jetpack über Hannover fliegt. Und dann öffnet der Copilot den Hintergrundbilddialog und generiert das Bild. Ich muss das Bild dann manuell abspeichern, aber kann dann hier direkt auf Fotos durchsuchen klicken und zack, habe ich das Hintergrundbild. Und das Bild selbst finde ich ganz okay, muss ich sagen, auch wenn hier Hannover einfach aus ganz vielen Versionen des neuen Rathauses besteht. Manchmal geht es auch ein bisschen in die Hose. Als ich gesagt habe, dass Copilot so ein Fenster einrasten soll, hat es das zwar gemacht, aber wenn ich dann hier auf Erkunden geklickt habe, kamen dann Infos über Lichtöffnungen im Bauwesen. Ja, also Fenster. Ja gut. Aber der Copilot ist ja auch noch ganz klar als Vorschauversion deklariert. Sogar hier im Icon ist unten Pre zu lesen für Preview. Da wird also noch dran rumoptimiert. Ich gehe davon aus, dass in Zukunft mehr praktische Sachen möglich sein werden. Sehr interessant wird vor allem auch der angekündigte kostenpflichtige Copilot für Office 365, wo man dann direkt in Excel und Word und so weiter Dinge generieren lassen kann. Das dauert aber noch ein bisschen. Nummer 3, Texterkennung im Screenshot-Tool. Diese Funktion finde ich wirklich praktisch. Man ruft einfach mit Windows-Taste Shift-S das in Windows integrierte Screenshot-Programm Snipping-Tool auf, markiert in einem Bild irgendeinen Text und klickt dann hier unten auf dieses Text-Aktionen-Symbol hier. Und dann wird der Text erkannt und kann den einfach kopieren und irgendwo als Text einfügen. Also zumindest ich kann das sehr gut gebrauchen, weil ich oft den Fall habe, dass ich zum Beispiel Text googeln oder bingen will, der aber nur als Bild vorliegt. Oder mir irgendjemand irgendeine Info als Bild schickt und ich die dann nicht mehr manuell abschreiben muss. Das klappt übrigens sogar mit alten, einfachen Captchas. Nummer 4, wirklich gute Live-Untertitel. Das gibt schon etwas länger, das ist jetzt nicht erst im 23H2-Update dazu gekommen, aber weil die Funktion viele noch nicht kennen, erwähne ich die hier nochmal. Windows kann jetzt Live-Untertitel auf Deutsch. Und zwar funktioniert das mit jeder Audioquelle. Zum Beispiel bei Podcast hier mit CT-Uplink. Die Windows-Untertitel sind qualitativ deutlich besser als zum Beispiel die automatischen von YouTube und die können auch sogar Groß- und Kleinschreibung und Satzzeichen. Ich gehe mal davon aus, dass Whisper dahinter steckt. Das ist ja Open Source von OpenAI und OpenAI arbeitet ja mit Microsoft zusammen. Wird wohl Whisper sein. Zum Aktivieren dieser Live-Untertitel einfach auf Start und dann Live eingeben, da werden die dann schon vorgeschlagen. Für Deutsch muss man dann eventuell noch einen Sprachpack nachinstallieren, weil die Erkennung lokal auf dem eigenen Rechner und nicht in der Cloud funktioniert. Hallo, ich wollte euch noch einmal kurz fragen, ob ihr vielleicht Lust habt, einmal unten hier auf Abonnieren zu klicken und vielleicht auch die Glocke, weil wir sind kurz vor 100.000 und dann kriegen wir so eine Plakette, die wir uns an die Wand hängen können. Wir sind total heiß drauf. Nee, wirklich, wir sind da wirklich sehr heiß drauf. Wir sind peinliche Menschen. Aber wenn ihr uns den Gefallen tun wollt, dann klickt da doch gerne mal. Dankeschön. Nummer 5, ganz viel Kleinkram. Windows 23H2 hat über 100 neue Funktionen. Unter anderem hat der Explorer jetzt hier oben so einen Empfohlen-Balken, wo Windows die für mich vermutlich relevantesten Dateien anzeigt. Naja, das klappt bei mir nur so halb gut, würde ich sagen. Ja, und jetzt noch ein paar Sachen, die ich hier jetzt erwähne. Die sind bei mir aber noch nicht freigeschaltet, deshalb konnte ich die noch nicht ausprobieren. Aber Microsoft hat sie angekündigt. Es soll eine automatische Backup-Funktion für OneDrive geben. Das heißt, wenn ihr Windows auf einem neuen Rechner installiert, könnt ihr eine vorhandene Installation aus der Cloud wiederherstellen, also mit euren Dateien und euren installierten Programmen und so. Außerdem soll das vorinstallierte Malprogramm Paint KI-Bildgenerierungsfunktionen bekommen. Last but not least, Windows soll endlich nativ mit anderen Archivdateien als ZIP umgehen können, also zum Beispiel RAR oder 7-ZIP. Müsst ihr also in Zukunft nicht mehr den Shareware-Hinweis von WinRAR wegklicken. Ja, und jetzt nochmal ganz kurz die Hintergründe des Updates.
23H2 heißt das, hatte ich ja schon gesagt. Und das klingt irgendwie, als wäre es das zweite Update im Jahr 2023. Aber so funktioniert das nicht bei Microsoft, warum auch immer. Es gibt laut Microsoft zurzeit immer nur ein großes Funktionsupdate pro Jahr. Das hieß halt letztes Jahr 22H2 und dieses Jahr 23H2. H1-Versionen gab es nicht, also zumindest nicht in der Windows-Desktop-Version, sondern nur für Microsoft Holographic, für die AR-Brille HoloLens. Also sehr, sehr speziell. Okay, jetzt habe ich euch wahrscheinlich verwirrt, sorry. Wichtig ist nur, das große jährliche Funktionsupdate kommt sehr wahrscheinlich für alle Windows-Installationen in den nächsten Tagen über Windows Update. Womöglich ist das Update bei euch sogar schon installiert, aber Microsoft schaltet die Funktion erst nach und nach frei. Es ist leider sehr, sehr undurchsichtig und ich vermute, dass sogar Microsoft nicht so genau weiß, wann was wo kommt. Fakt ist, zumindest den Copilot bekommt ihr in der EU erstmal nicht automatisch, obwohl der sogar in anderen Ländern schon in der 22H2 aktiv ist. Laut der Website Dr. Windows ist der Grund dafür, dass der Copilot offenbar zurzeit nicht im Einklang mit dem Digital Markets Act der EU ist. Wenn ihr das KI-Tool trotzdem schon nutzen wollt, klickt ihr einfach mit rechts auf den Desktop, dann Neu, dann Verknüpfung, dann fügt ihr diesen Befehl hier ein, steht unten auch in der Beschreibung, und benennt die Verknüpfung dann zum Beispiel Copilot. Wenn ihr die Verknüpfung dann doppelklickt, startet der Copilot. Tada! Und wenn ihr auch die anderen Sachen alle ganz dringend sofort haben wollt und ein bisschen risikofreudig seid, könnt ihr unter Einstellung Windows Update hier das Windows Insider Programm aktivieren. Da gibt es 4 Kanäle in absteigender Stabilität. Canary Channel, da werden auch Sachen getestet, die am Ende womöglich gar nicht in der finalen Windows Version kommen. Der Entwicklungskanal ist etwas stabiler, kann aber auch noch ziemlich buggy sein. Der Beta Kanal ist schon zuverlässiger und der Release Preview Kanal ist von allen quasi der sicherste. Aber die Windows Version ist hier auch nur minimal aktueller als die offiziellen normalen Windows Builds. Die Release Preview Version ist auch die, die ich hier in diesem Video verwendet habe und die heißt konkret Build 22.631.23.61. Was ihr aber noch bedenken müsst, wenn ihr Windows Insider aktiviert, dann müsst ihr erlauben, dass eure ganzen Telemetriedaten zu Microsoft geschickt werden. Also wenn ihr das sonst abgeschaltet habt, ist das vielleicht nicht so eine gute Idee für euch. Mein Fazit. Ich bin tatsächlich positiv überrascht, dass Microsoft offenbar doch ein bisschen auf die Kundschaft hört und endlich diese nervige Zwangsgruppierung in der Taskleiste abschafft. Und ich finde die Texterkennung des Snipping-Tools und die sehr stabilen Live-Untertitel wirklich ziemlich praktisch. Die Hauptfunktion des großen Windows-Updates ist aber ja Copilot und ja, der ist irgendwie ganz nett, aber ich bin zumindest jetzt noch nicht davon überzeugt, dass das eine wirklich praktische Alltagsfunktion werden wird. Aber kann ja noch kommen. Wenn ich zum Beispiel in der Lage bin, in normaler Sprache irgendwelche komplexen Excel-Aktionen zu bewerkstelligen, dann fände ich das definitiv praktisch. Ich bin gespannt, was da noch kommt. Wie seht ihr das? Alles Quatsch oder sinnvoll? Gerne in die Kommentare schreiben und tschüss.